Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um einen weiteren Haul gehen. Und zwar habe ich ein bisschen was bei DM eingekauft. Ich war schon relativ spontan in dem DM und habe so ein bisschen durchgeschaut und habe auch so ein bisschen was entdeckt, was mich interessiert hat. Ich hoffe natürlich, dass ihr Lust auf dieses Video habt. Ich denke, das Video wird ein bisschen kürzer werden, aber es sind trotzdem einige interessante Produkte dabei. Zu einem habe ich mitgenommen von Jour & Land das Hitzeschutzspray. Das ist dieses Zwei-Phasen-Hitzeschutzspray und das ist ja jetzt neu im Sortiment. Das ist für jeden Haartypen und soll eben beschützend sein und ist eben auch vegan. Ihr seht, wie gesagt, zwei Phasen, also man schüttelt das dann und dann wird das so milchig und dann spült man sich das in die Haare. Ich hatte ja von Jour & Land dieses Hitzeschutzspray mit Mango, das fand ich ja richtig gut. Finde ich leider nirgends mehr. Ich muss da vielleicht auch nochmal genauer schauen. Und ich dachte, ich probiere einfach jetzt das mal aus, das Zwei-Phasen-Hitzeschutzspray. Und bin auf jeden Fall echt gespannt. 100 ml sind hier nur drin. Und ich glaube, das kostet 4 Euro. Aber ich werde es auf jeden Fall austesten. Genau, einmal das. Dann gibt es von Balear aktuell eine neue Handpflegereihe. Da gibt es einige Produkte davon. Ich habe jetzt, als ich im DM war, nur 3 Produkte entdecken können. Und zwar ist das die Reihe mit Pink Pomelo. Da habt ihr vielleicht auch schon die Seife oder so auf Instagram entdecken können. Und da gibt es eben auch noch weitere Produkte davon. Zu einem eben hier, wie gesagt, das Handserum mit Pink Pomelo Extrakt und Panthenol. Und ich wollte das unbedingt haben. Also ich hatte ja letztes Jahr schon von der Serie vom Sommer das Handserum. Ich fand das ja wirklich sehr angenehm, weil das gut eingezogen ist. Und jetzt durfte eben hier auch nochmal das Handserum mit. Genauso wie auch die Hand- und Nagellotion. Auch sowas finde ich ganz schön mal für zwischendurch. Ist einfach auch eine leichtere Pflege und ist eben auch mit dem Duft von Pink Pomelo und ist eben auch mit einem Pumpspender, was ich ganz gut finde. Und dann von der Reihe eben noch die Seife. Ich bin ja eher so ein Mensch aktuell, ich verwende eher feste Seifen, gerade am Waschbecken im Bad. In der Küche habe ich aber auch gerne solche Flüssigseifen einfach, weil ich das angenehmer finde. Und ich denke, Pink Pomelo passt auch ganz gut in die Küche, deswegen durfte die einmal mit. Also bin ich wirklich gespannt drauf. Dann habe ich auch von Tracamoon die neue Pink Pomelo Seife mitgenommen. Pink Pomelo Muse, herzerfrischende Pflegeglück-Handseife mit Glycerin und Vitamin E. 300 ml sind hier drin und die duftet auch mit. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die ist ja jetzt ganz neu eingezogen und ich finde, die riecht echt gut. Richtig schön. Ich finde es sehr, sehr ähnlich zu der Grapefruit-Reihe von The Body Shop tatsächlich. Ja, aber die durfte eben einmal mit und auch das wird sowas sein, was ich dann höchstwahrscheinlich in der Küche verwenden werde. Und dann gibt es ja aktuell einen Aussteller von Tracamoon und da habe ich mir auch ein Duschgel mitgenommen. Das hatte ich auch schon mal und ich weiß, dass ich das nicht mochte. Ich hatte es dann aber in klein und das mochte ich wiederum sehr gern. Ja, und jetzt habe ich es mir nochmal in groß mitgenommen. Das Fresh Clementine Breeze mit Clementinduft. Ich finde, es riecht super, also aus der Flasche aktuell. Gefällt es mir richtig gut. Und wie gesagt, ich hatte das auch in klein und da fand ich es auch gut. Und jetzt habe ich es halt einfach noch mal mitgenommen. Das sind 375 ml und ja, werde ich noch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir noch ein Produkt von Garnier mitgenommen. Und zwar von Garnier Body, die Urea Hautglättende Cremig, 24 Stunden und ja, intensive Feuchtigkeit mit 5% Urea, Shea Butter und für trockene und spröde Haut. Steht hier jetzt drauf. Und ich hatte einfach Lust drauf, tatsächlich. Ja, und die riecht halt einfach nach Creme. Ja, werde ich probieren, werde ich testen, mal gucken, wie die ist. Ist auch vegan und wie gesagt, soll eben schnell feuchtig, soll schnell einziehen und Feuchtigkeit spenden, so. Und die wollte ich unbedingt auch ausprobieren. Genau, und das war es dann auch schon wieder von meinem kleinen, aber feinen DM-Haul. Ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. Thank you.